Willkommen zurück zu einer neuen Folge, brandneu, von Spellforce 2, Demons of the Past. Und genau, wir bauen hier unten noch ein bisschen was auf. Wir holen unsere Leute hierher, die wir jetzt gebaut haben. Und wir wollen ja jetzt erstmal... Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin, oder? Ich glaube schon, dass wir das machen. Da wir einmal klicken. Was? So, ich glaube, wir haben hier irgendwie... Ah, wir leben noch. Okay. Ja. Oh. Na gut, dann ist das so. So. Alle drin. Alle kommen an. Ja. Mit unserer Armee. Und wir haben ja... Wir haben ja nicht nur, ne, wir haben ja jetzt auch noch die einen Heinis hier mit. Er ist aber kein Held, ne? Kein Held. Ja, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir ja hier so ein bisschen... Da sind sogar vier Bäume. Wahrscheinlich sind ja auch hier vier Eisenvorkommen. Na, egal. Oh, ich habe hier so ein bisschen die Befürchtung, dass wir in ein Gebiet reingehen, wo wir eigentlich noch gar nicht hinwollen. Eventuell. Huch! Ja, der kann Geister beschwören. Ah, auch nicht schlecht. Das ist ja... Ist ja sehr, sehr gut. Okay, wir haben eine Armbrust. Wir haben eine Armbrust bekommen. Das ist doch scheiße. Die macht mehr Minimal Damage, aber weniger Max. Und die hat noch durchschlagen. Die. Feuerschaden. Ich glaube, wir nutzen den mal. Da ist ein Energiekristall. Ja. Okay, damit können wir den Turm aktivieren. Ich würde sagen... Ja, die Frage ist halt, welchen Turm wir aktivieren wollen, weil es macht halt einfach keinen Sinn, überhaupt irgendwie jetzt momentan einen Turm zu aktivieren, da keine Gegner uns angreifen. Mhm. Oh. Ja. Mhm. Gut. Wie auch immer wir die Türme überhaupt aktivieren. Also das ist ja auch noch ein Mysterium, wie überhaupt die Aktivierung funktioniert, ne? Ja, also ich würde, wie gesagt, sagen, dass wir hier irgendwie mal da unten hingehen. Ah, das ist wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, wir müssen dadurch. Ja, gut, ja, ja. Dann nochmal zurück. Ja. Mhm. 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 Ja. Mhm. Gut. Mhm. Vorwärts. Wir sind schon tot. Guck mal, die müssen erst außen rumrennen, währenddessen wir hier. Ah, Scheiße, hätten wir ja auch machen müssen.
Ist auch egal. Ja, weil ich meine, unsere Flieger können zwar, aber. Naja. Gold erhalten. Leichte Waffe. Warte mal. Können wir vielleicht. Ist sehr interessant. Das ist auch wieder, so ein Ding, wo der Minimal Damage stärker ist als der Maximal. Besser. Ja. Aber warum nicht? Kann. Diese Waffe kann hier irgendwie. Ja, die, könnte, ja, könnte er als einziges anlegen, aber er hat ja mal seinen Zweihänder. Aber macht keinen Sinn. Dann eben nicht. Gut. Gut. Ja, ja. So, die auch nochmal vernichten. Die spawnen aber wirklich scheinbar nicht wieder, oder? Ja, die Truhe haben wir auch noch gar nicht gelootet. Also sieht halt danach aus, als wäre das alles sehr machbar, ne? Das ist natürlich dann schon ganz schön. Das Doofe ist natürlich nur die Lager, die ein bisschen weiter weg sind, ne? Das ist natürlich immer so das Doofe, weil wenn wir da viele Einheiten verlieren, dann müssen wir die ganzen Einheiten von uns durch die komplette Map einfach checken. Und das ist nicht sehr schön. Dort vorwärts, vorwärts! Dann wollen wir mal. Das ist wahrscheinlich der Stein da. Das auch. Das auch. Ja, whatever. Können wir jetzt mal wieder ein bisschen was nachbauen? Ja, ja, ja. Gut. Gut, gut. Ja. Ja. Mhm. Ja. Gut, das muss der Schrein sein. Ich habe diese Runen hier noch nie gesehen. Ich kenne sie, aber sie sind uralt. So gern ich euch eine Lektion in Sachen Geschichte erteilen würde, Sterblicher, wir haben keine Zeit zu verlieren. Seid ihr sicher? Hier ist uralte Magie am Werk. Und ich bin zufällig selbst ein uraltes Wesen, Shaikan. Schon vergessen? Ich werde sofort mit der Invokation beginnen. Für Zarach. Ich spüre einige Feinde in deines Wesens. Beeilt euch, beeilt euch! Ach, Gadu, Zarach, Akrash, Morigadahu, Zarach, Armor. Ach, Gadahu, Zarach, Akrash, Morigadahu. Ach, ach, Mori. Es wirkt. Ich kann es spüren. Bald kann ich mich hindurchzwängen. Was meint er damit, sich hindurchzwängen? Ich weiß es nicht. Aber die Waffe, die hier erschienen ist, wirkt sehr mächtig. Das ist sie auch, Shaikan. Wartet nur noch einen kleinen Augenblick. Dann kann ich euch persönlich danken. Zarach, was soll das werden? Zarach! Ich kann ihn nicht mehr spüren. Wie kann das sein? Oh, das ist nicht gut. Zarachs Blutaxt haben wir erhalten, okay. Aber was kann die? Ist die gut? Brauchen wir sie?
Zumindest haben wir wieder ein Level-Up gemacht. Mal wieder. Holy shit. Was ist das für ein... Alter, geil. Okay, das ist natürlich, das ist so die Göttersachen, ne? Weiter Schaden gegen Dämonen. Wenn wir dann noch eine Fernkampfwaffe hätten, die auch sowas hätte tun können, dann wäre es natürlich mega nice. Okay. Aber wir haben ja alle ein Level Up gemacht, das heißt also, wir können ja mal gucken. Ja, gut, ja. Oh, das ist aber. Oh! Hä? Ja, wie lustig. Wie soll denn das gehen? Das ist jetzt. Wie soll man denn da bitte das ganze Ausrüsten an einem Charakter? Das. Außer das zählt übergreifend. Der Ring ist, glaube ich, nö. Ich nichts Besseres bekommen. Noch ein paar Sachen gelootet. Wie kann das sein, dass wir... So, naja, gut, die sind wahrscheinlich auch... Niemand kann das tragen. So, er hier kann ja irgendwie sehr wenig. Hat ja wahrscheinlich viel getan. Gut, dann haben wir das erledigt. Ob das jetzt richtig war, keine Ahnung. Hier haben wir noch zwei Sachen vergessen. Das klang nämlich nicht gerade so danach, als hätten wir da was Gutes getan. Sondern eher nicht so Gutes. Verstehe halt nicht. Ja, das genau das wollte ich einmal machen, weil meine Leute da immer durchgehen. Dann hatte ich da den mal kill. Aber ich verstehe halt nicht, wie ich das mit der Turmaktivierung hinbekomme. Das ist. Das ist ja besser. Ich verstehe nicht, wie ich das mit der Turmaktivierung hinbekomme, weil ich habe jetzt so ein paar Sachen, aber ich. Da kann ich. Warte mal, kann ich da. Ja, gut. Kann ich. Gut, ja. Kann ich da Arbeiter hinschicken? Also kann ich dann sagen, hier, ich hole mir jetzt drei Arbeiter und die sollen jetzt hier so einen Turm aktivieren? Geht das? Nee. Ja, auch ein bisschen komisch. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich das mit dem Turm mache. Außer ich gehe nochmal zu den Typen zurück. Der auch noch ein Ausrufezeichen hat und dann kann ich da was machen wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir das mal tun. Ja, ja. Wir haben ja jetzt schon ein paar Kristalle gesammelt, da können wir ja schon ein paar Türme mit aktivieren. Oha, was haben wir denn da jetzt gedroppt?
Ja gut, Magier, ne? Aber kann auch keiner tragen. Plattenrüstung. Besser. Ja, könnte er tragen, aber ja, man kann ja keine Helme ausrüsten. Das ist so doof einfach. Das ist so blöd. Ja, gut, gut. Ja. Aber wir haben jetzt das so ein bisschen safe gemacht, dass die, wenn die Leute da durchlaufen, ne, dann, ja, ja. Ja, gut. Dann geht das alles. Oh, ja. Wie habe ich getriggert hier? Hier, ja. Die haben meine Leute weg hier. Ne? Also das funktioniert alles super. Da können die dann das alle durchlaufen und dann sind die alle safe. 24. Das ist genau dieselbe. Hier ist noch der Leutnant, der auch noch ein Ausrufezeichen hat. Ah, scheiße! Was ist denn da los? Der verliert sich jetzt in Haupthaus. Okay, der ist, glaube ich, jetzt... Ja, ich glaube, bei dem ist jetzt alles vorbei. Das ist aber nicht gut, weil wenn die jetzt die ganze Zeit angegriffen werden und... werden wir das nicht bald. Ja, ja. Ja. Verzeiht mir, Shalkan, aber wir sollten uns nicht mit Formalitäten aufhalten. Ja, weitermachen. Weitermachen. Ja. Ja, was auch immer, also. Ja, ja. Mhm. Hier wird noch gebaut. Keine Ahnung, ob das doch irgendwie jetzt funktioniert. Ja. Guck jetzt einfach mal weiter. Gut, ja. Hier unten bei dem Typen, weil der hat mir ja das mit den Türmen gesagt. Ja, ist schon komplett. Wie ist hier los? Einfach. Das ist aber blau. Ja. Mhm. Also hier schon. Hier ist schon gar nichts mehr los bei dem Typen hier. Hä? Die wollten hier irgendwie eine Schmiede bauen, ne? Interessant. Oder die ist sogar schon gebaut. Die steckt halt eben halb im Boden drin. Blut meines Blutes. Benötigen Verstärkung. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich dachte ich, ich könnte bei dir irgendwie Tipps holen, wie ich das jetzt aktiviere. Wir benötigen Verstärkung. Dem stimme ich zu. Aber bei einer Armee von dieser Größe brauchen wir jemanden mit großer Führungsstärke. Ich werde den Leuten mitteilen, dass ihr ab jetzt das Kommando übernehmt. Gut so, Leutnant. Wir können jede verfügbare Einheit gebrauchen. War das gut? Ich glaube nicht. Kraftgewinn. Kraftgewinn abgeschlossen, hä? Ja, Turmkontrolle ist immer noch nicht, sind wir auch nicht weitergekommen. Dieses Lager ist einfach nicht mehr vorhanden. Was hilft mir das? Okay, ich dachte, ich könnte jetzt so die Tür mal aktivieren, aber es funktioniert aber irgendwie nicht. Gut. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir... Ja, gehen wir da hin. Boah, das ist so schwer zu sagen. Oder da hin. Ich
glaube, das ist das zweite Lager. Ich glaube, wir gehen dahin. Holt sie euch. Nee, ich glaube, wir haben besseren, ne? Also bessere Waffen. Glaub schon, dass wir das haben. Ja, da kommen wir dann. Ah, der Turm, den würde ich gerne aktivieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Wäre sehr schön, wenn ich wüsste, wie. Weil dann könnte ich nämlich bei dem Lagerangriff, den ich denn hier machen werde, bei dem hier, könnte ich die Leute hier einfach hinziehen. Und dann sterben die. Hier haben wir das Lager. Was ist denn das hier? Ist ja auch krass. Okay, wir werden erstmal hier die Leute hier. Ich habe gerade vernichten. Erfahren, dass General Redmond selbst in die Schlacht gezogen ist. Keine Kriegerentscheidung. Ja. Wollte halten, scheiße, das ist aber. Interessant, ich hab das gerade. Es ist so lächerlich, ne? Könnt ihr den mal bitte wiederbeleben? Was ist denn daran so schwer? Da! Ist das so schwer, den wiederzubeleben, oder was ist jetzt das Problem? Mann, Leute! So, alle zusammen. Ich habe gerade erfahren, dass General Redmond in der Schlacht gefallen ist. Fahren konnte der alte Narr auch nicht fahren. Hoffen wir, dass jemand. Ich habe gehört, dass Leutnant Valida das Kommando über die Bundtruppen übernommen hat. Ihr solltet mit ihr über die zukünftige Strategie sprechen. Ja, wirklich. Ich muss mit ihr sprechen.
Das kann doch nicht sein, Leute. Ich hätte mal speichern sollen. Belebt diesen Penner da wieder. Mann. Und ihn hier. Könnt ihr den nicht auch mal wieder beleben? Ich habe doch die ganze Zeit schon drauf geklickt. Was ist denn das Problem mit euch? Es ist der eine schon wieder tot. Oh. Und der schon wieder. Ehrlich. Warum hier so ein Altar des Lebens? Machen wir den. Ja. Kann einfach nicht sein. Hey, ich zieh mich aber zurück. Das ist mir jetzt dumm. Ja. Das ist mir einfach zu blöd. Ich hoffe, die Leute kriegen ihn schnell fertig. Jo. Mal kurz, wenn ich mit meinem Charakter und mit meinem Avatar da jetzt hingehe. Bin jetzt aktiviert oder so? Ja. Ne. Hm. Kommen die jetzt überhaupt hier wieder? Bauen die jetzt alles wieder auf oder bleiben die jetzt einfach hier? So, ich mache das so, dann mache ich F9. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, scheint ja irgendwie das dritte Lager zu sein, was ich da gerade versuche anzugreifen, was natürlich sehr clever ist von mir. Aber ja, wenn wir das erstmal hinter uns haben. Scheiße, die greifen, die gingen, glaube ich, einen richtig dummen Weg gerade. Ja, gut, sei es drum. Dann müssen wir die Leute da erstmal nochmal besiegen. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.